Ja, ich muss halt gucken jetzt, wie es weitergeht, weil ich muss ja 96 Euro bezahlen oder 700 Euro bezahlen, Alter. Ja, und ich muss es halt vorbeibringen und ich habe da nicht die Möglichkeit, da hinzukommen, weißt du? Fürs Krankenhaus, ne? Oder? Und zwar ist es so, dass bei meiner Krankheit ist es so, dass wenn du bis zu 90 Euro Eigenanteil hast, also hast du, und was ich drüber bezahle, zahlt alles die Krankenkasse, ob es jetzt Medikament ist oder sonstiges, ja. Und ich zahle lieber den Betrag auf einen. Ich bezahle halt den Betrag Nicht auf einen Schlag. abknallen! Nicht Fertig. abknallen, Warum arbeiten eigentlich im Krankenhaus immer viele Frauen, Alter? Ist mir eigentlich mal gleich aufgefallen, dass mir nie bewusst geworden. ja, also gerade im Pflegebereich arbeiten ja hauptsächlich mehr Frauen als Männer, ne? Diese Frau, ich schwöre dir, wenn es ein Kerl gewesen wäre, ich glaube, es hätte was, das wäre was geflogen, glaube ich, ja, ohne Scheiß. Ich habe Aber nie eine Frau wieso? geschlagen, ich schlage keine Frauen, ehrlich nicht. Naja, das soll Aber, man doch nicht ey, machen. die kommt rein, ja, und fragt, wem kann ich einen Kaffee oder was zu trinken geben, weil es also Wassertee oder Kaffee, wer möchte was haben? Das heißt, so, mein Wasserkrug, der ist fast leer, den könnte ich ein bisschen was gebrauchen, wenn Sie möchten. Sie sind unter 40, Sie können laufen. Ich so, WTF? Ich bin von Untersuchung gekommen, Alter. Ich bin platt. Ich liege im Bett. Ich war froh, dass ich gerade mal mich mal hinlegen konnte, weißt du? Sie sind unter 40, Sie können laufen, Alter. Der hat mein Motorrad kaputt gemacht, der blöde Jan. Okay, ich wollte selbst reparieren, aber hat nicht geklappt. Daika, gleich fliegen die Raketen hier, ne? Ich liebkuss dich Okay. nur. So, jetzt reicht's mir. Hier, ich lieb Kunden dich auch nur. Hast du Glück gehabt. Du Ich konnte Blöde. aber gar Ich nicht habe sehen, dir weil nur das einen Kuss gegeben, mehr Wie bitte? nicht. Ich sagte, ich konnte euren Stream, ich habe gesehen, dass ihr online wart in Twitch, aber ich hatte noch 20% Datenvolumen, die wollte ich dann für WhatsApp und so aufheben. Ja, das ist Deswegen dann auch besser. konnte ich leider nicht mehr zuschauen. Also ich konnte gar nichts sehen. Das hat alles geladen. Also hat ein bisschen gehongen, dann ging es wieder. Also komm hier lieber raus, verbrauchst es unnötig, das ist Quatsch. Weil bei uns im Krankenhaus ist es so, du kannst Datenvolumen bekommen. 5 Gigabyte. 5 Gigabyte. Das kostet dich 10 Euro. Okay. Und du hast dafür 7 Tage Zeit. Das heißt, wenn du in 7 Tagen diese 7 Gigabyte verbrauchst, hast du Pech. Du musst da die 7 Tage erstmal abwarten, bis zum 8. Tag es wieder kaufen kannst. Das ist voll bescheuert, voll der Quatsch. Echt. 10 Euro, Alter, wollte ich den haben. Sorry, dass gerade nach dem Schlag mich kaputt gemacht hat und ihr eigenes Auto gekillt hat und sich selber auch nochmal gekillt hat. Verdammt. Ja, wir haben Darf ich aber jetzt gestern aber war auch, bezahlen? gestern zum Beispiel war auch kein Stream am Start, da meine Mutter hatte ja Geburtstag gehabt, da waren wir hier. Ich war auch gestern so platt. Also ich bin ja gestern Nachmittag aus dem Krankenhaus entlassen worden und habe eigentlich nur auf der Couch gelegen und habe halt, wie gesagt, mich ein bisschen erholt. Und jetzt habe ziemlich lange geschlafen. Und jetzt bin ich auch wieder on. Kann aber nur wieder bis Sonntag, weil am Montag muss ich ja weiter. Ja. Zockt auch ein bisschen, oder? Gehe ich von aus. Hatte ihr zwei. Ja, wir sind online, ja. Ich bin ja auch da. Was anderes heißt ich auch. Aber gleich mal ein paar Rennen zu dritt fahren. Macht da mehr Spaß oder ein paar Leute zu dritt abballern. So, gucken wir mal, wo hier irgendwo ein Spieler ist, außer die Saika. Obwohl die es jetzt eigentlich zurückverdient hätte.
Ach, da hinten ist jemand. Gucken wir mal, ob der gleich auch noch da ist. Aber weißt du, was im Krankenhaus am allerbesten ist? Ja, was denn? Da kommt eine Frau morgens am Frühstück zu dir und fragt, was möchten Sie am nächsten Tag essen? Wir haben dessen das da auswählen. Ich so, ja, das will ich haben. So, alles okay. So, ich komme von der Untersuchung zurück, da waren sie gerade am Essen verteilen, die Schwestern. Da kam die Schwester und meinte so, ihr Essen wurde vergessen. Was? Ich so, WTF? Und was bekomme ich jetzt? Ich kann ihnen höchstens ein Essen anbieten, was für entlassene Gäste sind, ja. Das ist Nudeln mit Tomatensoße. Ich so, wollen Sie mich verarschen, Alter? Ernst? WTF? Da wollte ich die mir Nudeln mit Tomatensoße geben. Das ist kein Scherz. Ja, Nudeln mit Tomatensoße sind aber auch geil. Ja? Also, ich persönlich esse sehr gerne Nudeln mit Tomatensoße. Ne? Ich auch, aber ich habe in dem Krankenhaus mein Zivi und alles gemacht. Ich kenne die Küche. Ich weiß, was das. Ich kenne dieses Gericht. Schmeckt ekelhaft. Glaub mir das. Achso, Ich ja, kenne okay, das. wenn er dann so ein Krankenhausfraß ist, das ist dann immer, ne? Das ist immer Wirk, Wirk. Was gab es? Linderroulade mit Spätzle und Rotkohl. So. Also diese Rinderroulade, ich weiß ja nicht, aber die, da hast du einmal durchgeschnitten, konntest zweimal davon essen von der Rinderroulade, da war sie weg. Die war so klein. Was? Die war echt extrem klein. Ich habe die Mitte durchgeschnitten und dann habe ich zack, zack, war sie weg. Ehrlich jetzt. Ohne Witz. Die war richtig klein. Alter, das Essen war eine Katastrophe, sage ich euch. Ja, Boah. Krankenhausfraß kannst du eh in die Tonne kloppen, ne? Nee. Hast du noch das Audio auf übertragen eingestellt, auf zulassen? Ja, Alles nicht klar, weil geändert. Ich war daneben nicht, im dass Online gewesen, ich dann. war im Krankenhaus. Ja, okay. Weil nicht, dass die Leute dann denken, wir würden gerade Selbstgespräche führen. Aber ich habe jetzt die letzten Tage auch so hardcore wenig gepennt, ne? Das war so ekelhaft. Ich glaube, das sieht man auch an meinen Augenrändern. Zu meiner Verteidigung, ich habe das ja oft, aber nicht so stark wie jetzt. Oder Seika, kannst du am besten beurteilen. Du hast immer Augenränder. Och Mann, anstatt dass sie sagt, nein, hast du nicht, sag dir einfach ja. Fällt dir mir voll in den Rücken, Mann! Ist mir egal. Ist mir egal. Ich glaube, ich Egal. muss mal kurz darüber kommen was geht denn hier? Wo ist denn das denn schon wieder? Dann komm rüber, ich habe Ja, aber keine ich muss. Angst. Ich... Hast Aber du ich keine muss Angst sagen, haben? das Krankenhausessen in Frankfurt, also in Frankfurt am Main, im Uniklinikum, das riecht gut eigentlich. Also das sind manche Portionen viel, viel größer als. Du kommst, da weißt du fast gar nicht, das schaffst du manchmal gar nicht offen hier, ohne Witz. Also echt gut. Aber hier in dem Krankenhaus, wo ich wohne, also da in der Stadt, wo ich wohne, Katastrophe. Katastrophe. Schlecht. Katastrophik. Ja, ich habe mir da was bringen lassen, ja. Ja. Wo ist denn der Typ da jetzt? Da hinten. Krankenhausfraß etc. ist immer widerlich. Und das Schlimme ist, das Abendessen gibt es um 17 Uhr. Oh, das war gerade Ja. kam. Um 17? Um 17 Uhr. Und das Mittagessen kam um 14 Uhr bei uns. Ja, das ist, glaube ich, hier bei uns in Köln auch nicht anders. Das haben wir auch immer so da gehabt. Keine Ahnung, MRI 89. Ich glaube, meine Verbindung ist gerade ein bisschen low. Und das Licht. Das liegt eher am Licht, dass es so dunkel ist. Das sieht so kölnrig aus bei mir gerade. Da ist strange. Wie ich sagte, du brauchst Immer ein Kamera. weißes Licht. Naja, das merkt man noch. Richtig. Du, Er strefft den nicht, ne? ich war ja eine Woche da. Und die haben in dieser einen Woche, wo ich da war, nicht einmal den Bettbezug gewechselt. Was? Ja? Bei uns in dem Zimmer, wo ich war, zumindest in meinem Zimmer, ich war eine Woche da, die haben nicht einmal den Bettbezug gewechselt. Nicht einmal, ich schwör's dir, ohne Witz. Ah. Ich habe sogar der Das Frau ist gekündigt, sie war mit der Lecken, weil ich würde mal gerne in frischer Bettwäsche schlafen.
Das muss ich jetzt erst abklären, wenn der Kampf nicht mehr kommt. Alter, Selbstmord. So. Ich wollte euch gerade joinen, aber da steht drauf, die Lobby ist voll. Abgerufen. Ist voll? Ja, steht, die Lobby ist voll mit Spielern. Die redet eine andere Sitzung bei. Kann ich jetzt. Ah. Ich kann auch nicht joinen. Ah, jetzt stopp die Lichter da oben ein bisschen anders gestellt. Das werde ich gleich mal wieder beheben. So was, da will selbst machen hier. Habt ihr eine PS4-Kamera? Beide ja, gell? Ja. Was habt ihr bezahlt? Neu oder gebraucht? Neu. 6 Euro, oder? Glaube kosten die. Yep. Ja. Schon krass, will ich was mit Kamera? 6 Euro für eine PlayStation 4 Kamera. 60 Euro. Ja, die hat dafür 100 gekostet, ne? Was? Ja. Wird ja. Die doch kein Mist. 100 Euro. Und die meisten, für eine und die meisten Läden hier, wie man Saturn Mediamarkt, die verkaufen die nicht mehr ohne PS4 Pro Kamera. VR. Ja, PS4 Pro. PSVR, sag ich PS4 Pro. PSVR-Brille. Ja, bringt die Brille auch was für die Release-Playstation? Ja, du brauchst anstatt die Kamera und irgendwelche Sensoren und irgendwelche Controller und diese PSVR-Brille, um überhaupt ein Spiel spielen zu können darauf. Also das heißt, du gibst mehr aus, als du überhaupt da geboten bekommst, ne? Ich wollte gerade sagen, ja, im Endeffekt hat es mir also das Spiel kostet, also das Spiel ich habe ja bei uns hier im Chorweiler, da hinten der Mediamarkt, der hat ja, die haben ja da die PSVR-Brille zum Testen, das habe ich einmal gemacht gehabt, da habe ich so ekelhaft Kopfschmerzen bekommen. Ja. Das ist nichts für mich. Habe ich ja, ich habe es auch schon getestet. Ein Kollege von mir hat die geholt und ich habe nur noch auch Kopfschmerzen gehabt. Ja, ich mache die jetzt. Ja, jetzt ist ein Haus. Ach, schade. Ja, VR werde ich auch nie im Leben spielen können, die, kann man vergessen. Weil du kannst schon doch nicht zu früh dafür. Schon allein, weil ich alles gehört habe. Übelkeiten, Schwindelanfälle, Müdigkeit ohne Ende. Ja, Motion Sickness und sowas. Das stimmt sogar, da hat sie sogar recht. Also ich hatte, mir war schwindelig danach und mir kommt schnell. Das stimmt wirklich. Hatte ich auch. Ja. Das hatte der liebe Herr Gronkh auch, deswegen spielt er auch kein VR mehr. Oh, Mabossa! Die hat bestimmt sicherlich gut geschmeckt, oder? Aber stell dir vor, du hast diese Brille auf. Willst du nur den Chat lesen, wenn du streamst? Geht dann. Ja, das ist dann hier über den Laptop dann mit dem Stream, ne? Deswegen habe ich jetzt auch die Kommentarleiste ausgemacht. Die habe ich ja nicht. Ne, ich meine, wenn du diese Brille aufhast, kannst du keinen Chat lesen. Das habe ich gesagt. Ach so, das ja. Das stimmt allerdings. Ja. Was hast du denn für eine gegessen, Mabossa? Eine normale Margarita mit Knoblauch oder was anderes? Ohne Witz. Ach, Mabossa, du hast ja... Hat's ja noch gar nicht gesehen gehabt, ne? Schau mal in die Kamera. Ja, warte, das habe ich schon. Jetzt hat er ausgesteckt, so. Hier ist ja meine rechte Hand, ne? Die ist ja. Und hier die linke. Siehst du, damit dient schon mal den linken Stick etc. und alles. Na, ich bin tot. Ah, ouch. So, jetzt lässt ich mir mal wieder eine neue Flasche von die leckere Apfelschorle öffnen, die so schön hat geprickelt. Was anderes? Ich hab was keine anderes? Mehr. Nicht? Nee, meine ist leer. Hat der vorhin gesagt, wurde noch bei mir was in der Welt mit? Aber nein, wollte sie ja nicht. Hab ich nicht gesagt. So. Salami-Pizza, oh. Sucuk oder normale? Der kleine pendachuanische Zigeuner. Shisha auf den macht jetzt Jagd, aber das Streusalz! Was? Überfällt er mich, während ich mir ein Glas von die leckere Apfelschorle rein tue? Wer war das? Dieser Jovan Lanowski, ne? Normale Salami-Pizza, nice, nice. Dann bestellen wir uns mal eine Karte hier. Erstmal markiere ich für den Typen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Weiß ich nicht. Vielleicht versteckt. Nee, ich hab ihn schon.